Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 1. Juni. Heute dabei NBA, US Teenager, White Things, Philips Hue und Groove Music. Ja, gestern haben wir ja schon über die NBA geredet. Die NBA Finals sind hier gerade in Amerika zu Ende gegangen. Und da gibt es auch wieder Neuigkeiten, denn Next VR, die haben seit mittlerweile 2 Jahren eine Partnerschaft mit der NBA, um Spiele live zu streamen. Und jetzt gibt es Free-to-Watch-Highlights in der Next VR-App. Die soll mit den meisten Virtual Reality-Headsets funktionieren. Also, wenn ihr auf NBA oder Basketball generell steht, guckt mal, ob ihr die vielleicht für euer VR-Headset habt. Ich habe ja eine Oculus Go und ja, wenn ich zurück bin in Deutschland, schaue ich mal, ob ich da auch was gucken kann. Ist auf jeden Fall interessant, weil soll auch wirklich sehr hochauflösend sein und bin gespannt, was die da so liefern an Content. Eine ganz andere Sache. Eine Studie kam jetzt raus. Pew. Die haben ja mittlerweile nach ein paar Jahren wieder, also das letzte Mal war 2015, also echt schon lange her, haben die eine Untersuchung gemacht unter US-Teenagern und dabei kam raus, große Überraschung, dass US-Teenager Facebook mehr oder weniger verlassen und zu YouTube, Instagram und Snapchat wechseln, eigentlich zu, einfach gesagt, zu Social-Media-Plattformen, die mehr visuell sind. Und ja, wenn man sich mal anguckt, die Zahlen 2015, da waren noch 71% auf Facebook und jetzt sind es noch 51%. Und wenn euch das interessiert, schaut euch den Link in den Shownotes an. Das ist ein Artikel von TechCrunch, wo ihr noch diverse Infos und Daten bekommt, wie es so ausschaut. Und ich glaube, das, was bei den US-Teenagern passiert, wird auch bei uns in Deutschland mehr oder weniger ja, ähnlich sein. Nächstes Thema, WeThings oder WeThings. Die haben jetzt endlich bekannt gegeben, dass der Deal eingetütet ist, dass der ehemalige WeThings-Gründer, oder der ist ja nicht ehemalig, sondern immer noch der WeThings-Gründer, Eric Carreel, das Digital Health-Geschäft von Nokia wieder übernimmt. Nokia hat ja WeThings gekauft und in Nokia integriert, sind aber irgendwie nicht richtig glücklich damit geworden und geben sie jetzt wieder auf und verkaufen es an den Gründer. Also absurder geht's für mich nicht mehr. Also bis Ende 2018 will WeThings wieder als Eigenmarke am Markt aktiv sein. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Ich fand das immer eine sehr gute Firma, gute Produkte. Was Nokia da gemacht hat, verstehe ich auch nicht. Die hätten eigentlich viel mehr machen können mit den Produkten, außer einfach mal hier statt WeThings Nokia drauf zu drucken. Schauen wir mal, wie gesagt, und ich bleibe da auf jeden Fall dran, weil es ein Thema, was mich auch sehr interessiert. Ja, Nokia selber hat gesagt, die konzentrieren sich jetzt mehr oder weniger auf B2B-Produkte, aber bei Bestandsprodukten soll sich erstmal nichts ändern. Was auch immer das bedeutet. Tja, und auch wieder eine Neuigkeit zu Philips Hue. Da passieren ja diese Woche auch viele Sachen. Und Philips Hue hat nun auch eine Windows- und macOS-Software rausgebracht, und zwar die Philips Hue Sync. Und die ist quasi Surround Sound für die Augen oder Ambilight. Also Ambilight kennt ihr vielleicht von den Philips Fernsehern, wo dann entsprechend gemäß dem Bild die Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers, also was hinter an die Wand projiziert wird, mehr oder weniger als Beleuchtung, angepasst wird. Und genau das macht diese App auf eurem Windows oder Mac auch, aber natürlich an den Inhalten gebunden von eurem Computer. Also dementsprechend, was ihr auf dem Fernsehen seht, ist irrelevant, sondern was ihr auf dem Computer seht. Wenn ihr aber nun euren Computerinhalten, Film beispielsweise, auf den Fernseher streamt, dann könnt ihr natürlich eure Philips Hue Lampen komplett synken und habt dann praktisch Ambilight. Ich freue mich drauf, ich probiere es auf jeden Fall auch aus, wenn ich zurück bin und mal schauen, was da noch so kommt von Philips Hue. Das, was die jetzt eben mit Philips Hue Sync machen, finde ich, war auch schon lange überfällig.
Ja, und mehr oder weniger überfällig oder vorbei ist Microsoft Groove Music. Die sind eher, also was heißt die, Microsoft Groove Music an sich ist eher auf Live-Support schon länger. Und nun hat Microsoft auch einfach gesagt, okay, pass auf, die Android- und iOS-Apps, die werden aus den jeweiligen Stores am 1. Juni verschwinden, also praktisch heute. Und die werden halt auch nicht mehr funktionieren am 1. Dezember. Also am 1. Dezember ist final Schluss mit Microsoft Groove Music. Und weiterhin läuft die App auf Windows 10 für die Personal Collection, wie sie es sagen, an Music, aber es ist nicht mehr irgendwie der große Konkurrent zu Spotify oder Apple Music. Also, Microsoft hat die Segel da gestrichen und ich streiche die Segel für diese Woche. Ich wünsche euch einen guten Freitag. Eventuell ist es bei euch, wenn ihr Feiertag gestern hattet, einen Brückentag und ihr habt frei. Genießt den Tag. Ansonsten einen guten Arbeitstag, einen guten Schultag. Und ab Montag steht der Martin wieder bereit und versorgt euch mit den Daily News. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.